Ich gehe zurück in der Geschichte ins alte Griechenland, wo sich dieses Konzept entwickelt hat, aufgrund dessen heute in der Medizin systematisch gekämpft und vergiftet wird. Aufgrund dessen wir heute Tamiflu prophylaktisch schlucken sollen und, wenn die Pandemie ausgerufen wird, Tamiflu in größerer Konzentration schlucken sollen, massenhaft. Goethe, bevor wir in die Geschichte eintauchen, die im alten Griechenland sich entwickelte, hat versucht, vor dieser Influenza-Pandemie, aber auch schon vor AIDS und vor dem Schlucken von Tamiflu zu warnen. Er hat das in Faust 1 getan. Nicht in der ersten Ausgabe, die durch die Zensur lief, in der zweiten auch noch nicht, sondern in der dritten oder in der vierten Ausgabe. Erst hat er diese wesentliche Passage aufgenommen, wo er aufzeigt, dass damals schon ein einzelner Arzt tausende Menschen getötet hat. Er beschreibt zuerst in alchemistischer Sprache, wenn man das damalige Tamiflu und Chemotherapie herstellte, nämlich organische Quecksilberverbindung, die mit Zucker, mit Sirup vermischt werden. Latvergen steht für Sirupverbindung und das sind dann die höllischen Latvergen, wie das in alchemistischer Sprache, wie das erzeugt worden ist. Und hier die wesentliche Passage. Hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genas. Hier war das Tamiflu, die Patienten starben und werden sterben und niemand fragte, wer genas. Niemand fragte, stimmt die Theorie? Existieren die Viren überhaupt? So haben wir mit höllischen Latvergen in diesen Tälern, diesen Bergen weit schlimmer als die Pest getobt. Und auf die Pest kommen wir auch noch. Eine politische Krankheit wie AIDS und Influenza. Wie SARS, wie BSE, wie das Agglomerat Pocken, wie das Agglomerat Aussatz, aus dem die Pest hervorgegangen ist, wie das Agglomerat Polio. Ich habe selbst den Tamiflu an Tausende gegeben. Sie welkten hin, ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Goethe. Bis heute nicht ernst genommen. Bei jedem Erdbeben, beim Tsunami denke ich, Wolfgang rotiert mal wieder, weil er warnte und diese Warnung wurde in den Wind geschlagen. Wie kam es dazu? Was ist der Irrtum? Der Irrtum, die Fehlannahme, auf der die gesamte westliche Hochschulmedizin aufbaut, liegt darin, dass man im Rahmen der Säftelehre glaubte und dann behauptete, dass Krankheit entstünde durch ein Ungleichgewicht der Säfte im Körper. Wir haben sehr viele unterschiedliche Säfte im Körper, nämlich etwa 270 Stück im Gelenk, im Auge, Schweißdrüsen, Verdauungssekrete etc. etc. im Innenohr, Gehirnflüssigkeit, Rückenmarkflüssigkeit und so weiter, dass dort ein Ungleichgewicht der Säfte zum Entstehen eines Krankheitsgiftes führt. Und man glaubte aus der Erfahrung heraus, dass die Gabe von kleinen Mengen Giften im Körper die Reaktion der Bildung eines Gegengiftes bewirkt, aus der ganz normalen Erfahrung mit dem Zellgift Alkohol. In geringen Mengen genossen, kann Spaß machen, kann auch Ängste verringern und so weiter. Aber wehe, ein junger Mensch, noch nie mit Alkohol in Kontakt gekommen, trinkt eine halbe Flasche Schnaps. Wenn er denn so gelähmt ist, dass er nicht mal speien kann, muss ihm der Magen ausgepumpt werden, sonst stirbt er an Alkoholvergiftung. Jelzin und andere Konsorten, die machen mit 2 Liter Schnaps erst einmal Weltgeschichte. Denen macht es nichts. Aufgrund dieser Beobachtung, ein Gift regelmäßig eingenommen, und machen Sie es mal selber, versuchen Sie mal ein halbes Jahr kein Alkohol zu trinken und dann wieder 2 Glas Wein, Sie fallen fast tot um. Aber nicht, weil der Körper das Gegengift gebildet hat, sondern weil der Körper trainiert ist, die Enzyme bereitstellt, den Alkohol schnell umzuwandeln, zu neutralisieren, hinauszutragen. Diese Säftelehre in dieser Form ist die explizite Grundlage
der gesamten westlichen Hochschulmedizin, inklusive des Irrglaubens an ein Immunsystem. Warum? Man glaubte, es entstünde ein Krankheitsgift und wenn ich prophylaktisch ein Gift schon gebe, dann macht der Körper das Gegengift. Ich bin also immun und wenn das Krankheitsgift denn kommt, dann bin ich schon gefeit und gewappnet. Deswegen haben Rasputin, Napoleon nachweislich, man kann es an den Haaren messen, regelmäßig alle möglichen Dosen unterschiedlicher Arten an Gift genommen, geringe Konzentration, um einer Giftattacke gefeit zu sein. Jetzt hat man aber im 19. Jahrhundert, als geringste Mengen an Giften nachweisbar war, hat man festgestellt, bei keiner Krankheit kann man Gifte nachweisen. Bei keiner, bis heute. Und die Theorie erwies sich als falsch. Aber das ganze Denken basierte darauf, nämlich prophylaktisch, wie bei Goethe schon, Quecksilberverbindungen zu geben, dass wenn das Krankheitsgift herankommt in Form einer Epidemie, man schon gefeit ist. Die Idee, dass Epidemien kommen, entwickelte sich auch aus der Geschichte, eben aus dem alten Griechenland heraus ebenso, dass man behauptete, der Krankheitsdämon infiziert einen Menschen, befällt ihn und er befleckt ihn. Daraus resultiert das griechische Wort Miasma, Befleckung. Ich bin befleckt von dem Krankheitsdämon und ich kann die Krankheit auch an andere weitergeben. Der Krankheitsdämon infiziert mich und er vermehrt sich in mir und er kann andere auch infizieren und es würde das Krankheitsgift entstehen. Und deswegen gibt man schon prophylaktisch Gegengifte, wie es Goethe beschreibt, und die Überlebenden klatschen. Und ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Es war nämlich so, dass Goethe in der Figur von Faust Paracelsus wieder aufleben lässt und dem das peinlich ist, dass er zuvor von Bauern auf dem Dorf gefeiert worden ist und sie ihm hinterher riefen, ja, du hast uns das Leben gerettet, aber Tausende mussten dran glauben, also hast du uns das Leben gerettet und ihn applaudierten. Das war ihm dann zu peinlich und mit seinem Adlatus Wagner setzt er sich dann auf diesen gewissen Stein in der Abendsonne am Rand des Dorfes und sinniert hier und schildert das Wagner, was sein Vater schon getan hat und was er auch tut.